Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Das Haus ist ganz schön dreckig von außen. Ha, aber unser Gamingzimmer steht noch. So, heute werden wir uns mal um unser Haus hier kümmern. Ui, das hat nicht mal ein Okay. Ach stimmt, das haben wir ja verkauft beim letzten Mal. Ist das schon sauber? Lol, das braucht auf jeden Fall mal einen Anstrich. Ja, hier haben wir hier schon gestrichen? Das ist jetzt die Frage. Haben wir hier, haben wir noch nichts? Da haben wir noch nichts. Hier haben wir noch nichts und hier soll die Küche rein. Ja, Gamingzimmer ist fertig. Da werden wir auf jeden Fall uns erstmal schnell eine Tür einsetzen. Türen und Fenster. Wir nehmen eine dunkle Tür. Ich mag es, wenn es dunkel ist. So. Ja. Was wollen wir mehr? Jetzt ist die Frage, habe ich hier schon gestrichen oder nicht? Sieht mir nicht so aus. Hier... ist auch noch... Nee, dann haben wir hier auch noch nicht gestrichen. Gut. Wie machen wir denn unser Flur? Nein, keine Fliesen. Oh. Wandpanel. Nee, wir bleiben lieber bei Farbe. Wir nehmen was... blutiges Rot. Wäre was fürs Schlafzimmer. Nein, eisblau natürlich. So. Ah, okay. Hier kann ich nur drei machen. Aber das sieht recht nice aus, das Blau. Vielleicht streiche ich auch noch ein anderes Zimmer in dem Blau. Das ist echt cool. Hier. Dort. Und dann... Och, komm. Warum? Mal gucken, habe ich noch ein paar Skillpunkte frei? Nee, schade. Ihr könnt mir aber in die Kommentare schreiben, wie ihr das Blau findet. Also ich finde das recht nice. Das wäre auch was fürs Wohnzimmer gewesen. So, jetzt sind wir halt gleich fertig hier. So, der Flur steht, hat auch schon Licht, das werden wir nicht mehr brauchen. Küche, ja, irgend so eine schöne Farbe, da haben wir so eine Art Joghurtfarben oder so. Reife Birne sieht interessant aus. Dann nehmen wir doch einfach mal die. Mal schauen. Wir fangen hier oben an. Oh, ist ganz schön grell. Das ist ganz schön grell, muss ich sagen. Also... wie sieht denn das hier aus? Bisschen Geld haben wir ja noch. Oh ja, wir nehmen das. Das sieht bei weitem besser aus.
einmal quer über die Ziegelsteine gestrichen. Ah, da war die Farbrolle leer. Hallo? Och nee! Das ist grad scheiße, ich brauch dort doch noch Gips. Hier eh das. Oh, jetzt muss ich das von der anderen Seite machen, ernsthaft? Jetzt, Farbrolle. Ja, geht doch. Ach Mist, so. Oh meine Güte, warum ist sie so schnell alle? So. Na, die eine Wand noch. Ey, schon wieder alle? Ich muss hier gleich noch einen zweiten Farbeimer holen. Das war so eigentlich nicht eingeplant. Ja, toll. Was war das jetzt für ein Blau? Das müsste Indigo gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, werden wir ja gleich sehen. Ja. So. Und so. Fertig. Ja, du kommst erst einmal mit. Du kommst hier rüber. Euch brauche ich definitiv nicht mehr. Jetzt reparieren wir uns noch schnell die Steckdose. Das geht hier ruckzuck. So. Jeder, der schon mal eine Steckdose angebaut hat, weiß, dass das eigentlich nicht so easy ist. Genauso wie Lichtschalter. Wobei Steckdose leichter ist als, als Lichtschalter. So, die Heizung könnten wir aber auch dahin machen, um ehrlich zu sein. Wir richten uns das jetzt erst einmal ein. Küche haben wir hier. Oh, passt das da rein? Nee, schade. Okay, dann hätte ich keinen Platz mehr für die Heizung. Dann müssen wir uns was anderes sehen. Wir können uns auch selber eine Küche zusammenbauen. Seht ihr? Spüle. Wir lassen das einfach so in den Farben. Stellen uns die erste mal hierher. Denn wir brauchen noch andere Schränke. Einmal will ich den da haben. Oder zweimal besser gesagt. So. Und noch einmal daneben. So. Jetzt kann die Spüle kommen. Dann noch so ein Schrank, wo man natürlich Töpfe und alles reinstellen können. So, jetzt besorgen wir uns erstmal ganz schnell einen Kühlschrank.
Welchen nehmen wir denn? Am besten einen günstigen. Also den hier. So, Lichtschalter bleibt hoffentlich frei. Ja. So, jetzt passt dort noch ein Schränkchen hin. Wir setzen dort hin. Palim, palim. Da ist die Küche. Wir haben hier die Auswahl. Der ist ja ein bisschen breiter, wenn mich nicht alles täuscht. Da passt noch so einer hin. Ja, das wäre unsere Küche. Hier hinten kommt unser Herd hin. Den haben wir doch auch hier irgendwo. Hallo? Da. Normalerweise gehören Fliesen in die Ecke, wo der Herd steht. Aber gut, es gibt auch abwaschbare Farbe. Und jetzt passt dort natürlich noch was hin. Das gefällt mir. Nein, kein D eingeben. Bauen einmal den dahin. Und wir bauen noch ein davon hin. So. Das ist ein fetter Rauchmelder, muss ich sagen. Dann brauchen wir für die Küche eine Dunstabzugshaube. Die haben wir. Wo haben wir die Dunstabzugshaube? Bestimmt in der Küche. Sag ich ja. Wir haben eine Stahlrauchfang. Nein, wir nehmen die hier. Oh lol. Okay, machen wir das ganz kurz so. Den stellen wir richtig hier ran und dann können wir die hier besser anbringen. So. Und natürlich brauchen wir noch ein paar Hängeschränkchen. Einen Glashängeschrank. Oh, die sind ganz schön fett. Der ist aber ganz schön fett, ey. Wie sieht's mit dem aus? Der sieht schon besser aus. Da müssen wir die auf die gleiche Höhe bringen, weil unter diesen kleinen Schränken hängt normalerweise die Dunstabzugshaube. Ja, dann können wir hier noch ein Bildchen hinhängen. Irgendwas, wo Essen drauf ist am besten. Das passt richtig gut. Es gibt natürlich kein Bild mit Essen drauf. Sehr schön. Dann nehmen wir das hier. Wir nehmen den Holzrahmen. So, und der Mülleimer fehlt natürlich noch. So, den setzen wir dahin. Schöne Küche, muss ich sagen. An die Fenster kommen natürlich Jalousien. Muss ja nicht jeder sehen, wenn wir immer kochen oder irgendwas anderes in der Küche machen. Ach, meine Güte, komm, Ike. So, und... Oh, schön hell, muss ich sagen. Und dann kommt noch die Tür da rein. Wir bleiben bei dunkel. So. Da haben wir unsere Küche fertig und den Flur gestrichen. Wie ist wir... Ah, stopp!
Das Wichtigste haben wir natürlich vergessen. Wir wollen es natürlich nicht kalt in der Küche haben. Meine Güte. So. Oh, der Backofen geht noch auf. Die Schränke vielleicht nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. So, damit ist unsere Küche fast vollständig. Ach man, da fehlt immer wieder was. Zubehör. Hier, natürlich zum Kochen. So. Hier haben wir auch noch was. Wo können wir das denn machen? Nirgendwo hin. Geil. Eine gute Küche braucht aber auch Messer. Dahin. Der kommt dahin. Wir wollen uns ja etwas wohlfühlen. Besteck brauchen wir allerdings nicht. Ich denke mal, das hat jeder in der Küche. Hier, so ein Teil. Können wir uns hier hinstellen. So. Und ja, was können wir uns da noch hinstellen in die Küche? Wir gucken mal hier rein. Gibt's hier irgendwas? Nein. Gibt's bei sonstiges noch irgendwas drinne? Nö. Bei Schmucke gab's ja auch nichts mehr. Nein. Ich überlege gerade. Doch, ich weiß. Ach ja, genau. Hier elektrische Geräte. Wo haben wir sie denn? Kaffeemaschine? Hallo? Hier. Die darf natürlich gar nicht fehlen. So, jetzt ist die Küche aber fertig. Und mal schauen, welches Zimmer wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und tschüss, Pflanzen.